Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol. Bin am Ende mit meinem Leben. Quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der länger. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Sanitäter Fresh Up. Heute mit der Neurologie und zwar den neurologischen Notfallerkrankungen, mit denen wir uns üblicherweise so konfrontiert sehen. Legen wir los? Auf jeden Fall. Legen wir los. Was haben wir als erstes? Als erstes haben wir, glaube ich, gleich das bekannteste und eins der wichtigsten Notfallbilder mitgebracht, und zwar den Schlaganfall. Ja? Auch Stroke genannt, Apoplex, das sind alles Synonyme für effektiv die gleiche Erkrankung. Gelegentlich auch mal sowas wie TIA. TIA gibt es auch also noch, genau. Transitorische ischämische Attacke. Genau, fällt so, ist ein bisschen eine unterschiedliche, also ja, ist so ein bisschen wie das akute Koronarsyndrom. Ne? Genau. Das fasst auch viel zusammen beim Herzen und es passt ja auch vom Pathomechanismus in Absolut. Gewisser Art und Weise. Ne? Wenn wir gesagt haben, da ist es irgendwie eine Unterversorgung des Herzmuskels, dann ist der Schlaganfall und dieser Symptomkomplex, den wir dahinter sehen, in der Regel Ausdruck einer Unterversorgung des Gehirns mit Sauerstoff. Meistens, muss man sagen, der klassische Schlaganfall meistens durch einen Verschluss eines Gefäßes. Ja? Also genauso wie wir es beim Herzinfarkt auch schon vom Pathomechanismus beschrieben haben. Genau. Gefäß dicht, Gewebe dahinter unterversorgt. Genau. Ja? Oder bei der Lungenarterienembolie, fast noch oder passender, weil es meistens durch einen Thrombus kommt, ja? Der irgendwo hingewandert ist. Meistens also ein Verschluss. Was es natürlich auch gibt, ist zum Beispiel einen Riss eines Gefäßes, ja, entweder durch zum Beispiel so ein Aneurysma vielleicht schon mal gehört, weil so ein Gefäß so ein bisschen eine instabile Stelle hatte, die jetzt aufreißt, oder häufiger auch durch schwere Traumata, ne, Verkehrsunfall oder sowas gehabt, das dann zu einer Blutung führt. Ja. Leitsymptom ist dann auch schon ein bisschen schwierig eigentlich zu sagen. Ne? Wir haben das mal so mitgebracht als spontane Bewusstseinsstörung. Aber was heißt das jetzt genau? Es ist halt so eine Alles-kann-nichts-muss-Geschichte, denn je nachdem, welches Gehirnareal betroffen ist, sind die Auswirkungen auf den Körper natürlich entsprechend. Also wenn das Areal betroffen ist, das eben für die Bewegung zuständig ist, dann gibt es Bewegungsprobleme. Wenn das Areal betroffen ist, das für die Sprache zuständig ist, dann gibt es Sprachprobleme. Und so kann man das eigentlich durch sämtliche Funktionen unseres Nervensystems durchdeklinieren. Ja. Im Prinzip kann man überall einen Schlaganfall haben und dadurch auch jedes beliebige Symptom entwickeln. Dankenswerterweise, wenn man das so sagen darf, gibt es aber so 2, 3, 4 Stellen, wo Schlaganfälle häufiger auftreten. Das heißt, es gibt tatsächlich so ein paar klassische Symptome, die bei den meisten Schlaganfällen dann auch auftreten. Genau, ne, die häufigsten sind in so einem Akronym zusammengefasst, das kennst du bestimmt auch, FAST. Genau, F-A-S-T. F-A-S-T im Sinne von Eile, ja, muss es auch gehen tatsächlich. Und zwar Face, Arms, Speech und dann T steht für Time, also weil wir es dann tatsächlich eilig haben, wenn wir es erkannt haben. Ja. Aber damit können wir schön abarbeiten, was wir so erkennen könnten. Face ist mal das Erste. Da gibt es Störungen in der Gesichtsmotorik, die kommen relativ häufig vor. Das ist zum Beispiel, wenn man den Menschen sagt, streck mal die Zunge raus, dann geht die eben nicht gerade nach vorne so, ne? Ja? Sondern weicht zum Beispiel zu einer Seite ab. Oder man macht dieses ja, und dann kann man sich schön hinten den Gaumen anschauen und normalerweise ist der schön symmetrisch, ja? Und bei jemandem mit einem Schlaganfall in dem Gebiet hängt die eine Seite runter. Oder was ich fast noch deutlicher finde und eindrücklicher... Das ganze Gesicht hängt halb runter. Genau, das gesamte Gesicht hängt herunter. Die können auf der einen Seite nicht mehr lächeln, auf der anderen Seite schon. Ja? Oder zum Beispiel, wenn die geschlossene Wangen haben, also wenn man den Mund schließen lässt und dann also die Backen aufbläst quasi, also das funktioniert auf der einen Seite nicht mehr. Das heißt, die Luft kommt hier die ganze Zeit raus. Manchmal sabbern die Leute dann entsprechend, auch weil sie diesen Mund eben nicht mehr vernünftig schließen können auf der Seite. Dann haben wir Arms. Genau, auch hier ist die Möglichkeit, dass es zu einer Parese oder Plegie kommt, wie man das so schön nennt, also eine Lähmung oder zumindest Einschränkung, halbseitig in der Regel. Das heißt, eine Körperhälfte hat einen Kraftverlust oder lässt sich gar nicht mehr bewegen. Also wenn man den Leuten sagt, sie sollen mal die Arme ausstrecken und hochhalten, dann hängt halt einer weiter runter oder verliert quasi an Höhe, während der andere ausgestreckt bleibt. Oder klassisches diagnostisches Mittel ist halt der Kreuzgriff. Also man
sagt den Patienten, ich muss mal gucken, dass ich das in die richtig in die Kamera halte, dass man ihm die Hände ausstreckt und sie beide greifen soll und kräftig zudrücken. Und dann spürt man halt, dass eine Seite weniger kräftig ist als die andere Seite. Gleiches gilt auch für die Beine. Also man kann dann auch auf den Beinen gucken, ob da irgendwie Kraftverlust ist. Oder man merkt halt, dass die Leute nicht mehr richtig stehen können oder auch nicht mehr richtig laufen, weil eine Seite nachzieht. Oder sitzen. Auch schon im oder sitzen, also Kippneigung im Sitzen zur einen Seite. Je nach Ausprägung, wir hatten es ja gesagt, an verschiedenen Stellen kann so ein Schlaganfall entstehen. Der kann auch verschieden doll sein. Deshalb ist da von annähernd keine Symptome bis schlimmste Symptome alles drin. Aber es fällt halt oftmals eben durch so Halbseitensymptomatik auf. Also dass eben eine Körperhälfte sich von der anderen unterscheidet. Und gerade in der Untersuchung von Patienten ist das ja für uns eigentlich immer ein gutes Indiz. Der Mensch ist recht symmetrisch gebaut, immer Körperhälften zu vergleichen. Und beim Schlaganfall ist es halt oft ein Symptom, dass sich eben da Seitenunterschiede zeigen. Ja. Was uns auch noch auffallen kann, und dann kommen wir zum dritten Buchstaben des FAST-Akronyms, Speech. Ja? Das sind Menschen, die normalerweise auf ihre ganz gewohnte Art sprechen, ja, wie man das so kennt, und die plötzlich anfangen, ihre Sprachgewohnheit nicht wahrzunehmen. Das heißt, die sprechen zum Beispiel leiser, die sprechen undeutlicher, vielleicht lallen die plötzlich. Ja? Und man kriegt dann gerade so von der Sprache her ganz oft den Eindruck, wenn man darauf achtet, vielleicht, das hat so ein bisschen was von so einem Betrunkenen, ne? die Sprechweise. Und wenn wir dann aber differenzialdiagnostisch auch denken, vielleicht hat der ja was getrunken, und das nachfragen, dann verneinen die das eben, wenn sie dann keinen Alkohol getrunken haben, wirken aber trotzdem eben so betrunken. Das sind so die häufigsten und auch sehr deutlichen Schlaganfallsymptome, die wir unbedingt mitbekommen können. Was halt auch passieren kann, ist, dass das Sprachzentrum allgemein getroffen wird und Leute im Wortsalat reden. Also mit dem inbrünstigen Ton der Überzeugung weitersprechen, allerdings völligen Schwachsinn. Also einfach sinnlos aneinandergereihte Wortketten, die für Außenstehende überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Ja. Weil eben die entsprechenden Areale des Gehirns betroffen sind. Also auch das kann Symptom eines Schlaganfalls sein. Ja. Und dann gibt es natürlich, ihr seht das hier als letzten Punkt unter andere Symptome, auch noch so ein bisschen weiter gefasst. Ja? Die Leute sind zum Beispiel plötzlich desorientiert. Ja? Wissen also nicht mehr, wo sie sind, wer sie sind, was für ein Tag ist. Ihr kennt so unsere anamnestischen Fragen. Ne? Eine Orientierung zum Ort, zur Situation, zur Person und zur Zeit. Ja? Wenn das plötzlich verloren geht, ist das ein Indiz, da ist irgendwas Zentrales am Kopf nicht mehr richtig. Ja? Wenn es schlimm ist, kann es zur Bewusstlosigkeit kommen. Ja. Ja, und das hängt auch ein bisschen von dem Punkt ab, wo dieser Infarkt, quasi dieser Hirninfarkt sitzt, ja? Bis zur Bewusstlosigkeit und natürlich alle Stufen dazwischen. Ne? Also Schläfrigkeit, tiefe oder nicht so tiefe Bewusstlosigkeit, tiefste Bewusstlosigkeit ist alles möglich und kann für einen Schlaganfall eben sprechen. Das können wir tun. Ja, wie bei vielen anderen Dingen auch ursächlich natürlich nichts. Also auch hier im Vordergrund das Erkennen und das rechtzeitige Alarmieren von Rettungsdienst und weiterer Unterstützung, weil, und da haben wir dieses T aus dem FAST drinne, Zeit ist unheimlich, unheimlich wichtig. Ihr könnt euch das vorstellen, das Gehirn wird in bestimmten Arealen nicht mehr versorgt, kriegt keine Nährstoffe und vor allem auch keinen Sauerstoff. Und nach einer gewissen Zeit sterben diese Hirnareale unweigerlich ab und sind unwiederbringlich verloren. Das heißt, je schneller wir es schaffen, dafür zu sorgen, dass im Krankenhaus die Versorgung dieser Hirnareale wiederhergestellt wird, desto besser sind die Aussichten des Patienten, wieder in ein normales Leben zurückzuführen. Vielleicht kennt ihr in eurem eigenen Umfeld Personen, die mal einen Schlaganfall hatten. Es gibt unheimlich viele Menschen bei uns in der Gesellschaft, die tatsächlich mit den Folgen von Schlaganfällen leben müssen, also dauerhafte Lähmungen, dauerhafte Sprachstörungen und dergleichen. Mhm. Deshalb schnelles Erkennen, Rettungsdienst rechtzeitig alarmieren, ist das A und O. Hier in Berlin gibt es derzeit sogar noch Spezialfahrzeuge zur Schlaganfallversorgung. Da kommt der Computertomograph auf Rädern zu den Patienten, um vor Ort zu gucken, um welche Art von Schlaganfall es sich handelt und gegebenenfalls die Therapie quasi auf dem Weg ins Krankenhaus schon zu beginnen. Deshalb Zeit ist wichtig, möglichst schnell reagieren und bis der Rettungsdienst da ist, dann natürlich weitere Maßnahmen durchführen. Genau, was wir auf jeden Fall tun können, ist eine Oberkörperhochlage hier herbeizuführen. Ja? Damit versuchen wir so ein bisschen die Durchblutung in diesem Gehirnareal für den Fall, dass die Arterie noch nicht ganz verschlossen ist oder nicht sozusagen vollständig schon kaputt ist, die Durchblutung doch noch ein bisschen zu optimieren.
Wir haben mitgenommen die Blutzuckerkontrolle wenig, weil das hilft jetzt nicht ursächlich. Aber wenn wir sagen, ein bewusstseinsgetrübter Patient, ein desorientierter Patient, ein Patient, der alkoholisiert irgendwie auf uns wirkt, so vom Gesamteindruck, das kann eben immer auch eine Unterzuckerung zum Beispiel sein. Ja. Und da ist es wichtig, dass wir sagen, wir kontrollieren das, wir schließen diese Ursache aus. Die könnten wir mit Rettungsdienstunterstützung vor Ort schon beheben sonst. Und wenn wir die ausschließen, dann kommen wir also der Diagnose schon einen Schritt näher. Ich denke, das ist auch was, das ist so die Take-Home-Message grundsätzlicher Natur. Bei allem, was in irgendeiner Form nach neurologischer Symptomatik riecht, wirkt oder wie auch immer danach aussieht, nach Möglichkeit eine Blutzuckermessung machen, weil das eine relativ triviale und auch einfach zu behebende Ursache für viele neurologische Ausfallerscheinungen ist. Deshalb neurologische Patienten oder Patienten mit irgendwie neurologischer Symptomatik immer gleich den Blutzucker mitmachen, ist wichtig. Genau. Ja, und dann, du hast es schon ausführlich erklärt, Rettungsdienst und entweder mit einem Stroke-Einsatzmobil, so heißen die, oder Stemo, wie auch immer, oder im Krankenhaus dann in eine spezielle Klinik, die dafür explizit vorbereitet ist, eben solche Schlaganfälle zu behandeln. Genau. Ja? Und das ist dann hoffentlich der Weg zur Besserung. Ja, Fun Fact am Rande, in vielen Fällen fährt der Rettungsdienst Menschen einfach ins Krankenhaus, gibt sie ab und die Sache ist gut. Bei Sachen wie einem Schlaganfall ist eine von den Dingen, wo tatsächlich der Rettungsdienst vorher im Krankenhaus anruft oder über die Leitstelle das Krankenhaus vorher informiert, dass sie gleich mit einem Schlaganfallverdacht kommen, dass eben diese Zeitfenster verringert werden. Ja. Dass man halt am Krankenhaus ankommt und sagt, wir sind der Schlaganfall, der angemeldet wurde und im Prinzip quasi zur Tür rein und gleich bis ins CT durchrollt, um so schnell wie möglich eben eine Behandlung in Gang zu setzen. Das wäre natürlich auch das Tüpfelchen auf dem I. Also wenn ihr glänzen wollt, auch bei der Übergabe an den Rettungsdienst, sage ich mal, dann könnt ihr versuchen, in der Anamnese mit dem Patienten oder den Angehörigen zu eruieren, wann hat das denn jetzt genau angefangen? Ja. Ist das jetzt 5 Minuten her? Ist das eine Stunde her? Hat das gestern Abend schon angefangen? Das ist jetzt also 10, 12 Stunden her? Weil das macht in der Behandlung einen deutlichen Unterschied. Ja. Das ist es sozusagen nicht für uns direkt wichtig, aber es ist eben für den Patienten wichtig. Und wenn wir das herausfinden können, freut sich der Rettungsdienst und am Ende freut sich auch das Krankenhaus darüber, wenn wir sagen können, das ist jetzt eine halbe Stunde her, dann haben wir noch ein bisschen Puffer, dann können wir eben noch besser das Gehirn retten, was da noch übrig ist. Ja. Ja, ähnliche Symptome, aber die nächste Erkrankung, in Teilen zumindest ähnliche Symptome, ist das Schädel-Hirn-Trauma. Ja, und da, glaube ich, brauchen wir den Pathomechanismus gar nicht so groß erklären. Der Name sagt es schon. Ja, Schädel und Hirn kriegen ein Trauma, ja, also knöcherner Schädel und Hirn. Wir haben ja in der letzten Folge besprochen, wie das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist. Das ist zwar schön gepolstert und mit so einer Spinnenhaut abgefedert, aber wenn ich halt einen kräftigen Schlag auf den Kopf bekomme, bei einem Unfall, bei einer Prügelei, vollkommen egal, wenn ich unvorsichtig arbeite und irgendwas fällt mir von oben auf den Kopf, dann kann eben manchmal das Gehirn gegen diesen knöchernen Schädel knallen. Ja? Das mag das Gehirn nicht so richtig. Und in der Folge kann das dann eben anschwellen und damit Symptome verursachen eigentlich. Ne? Richtig. Und das ist natürlich, also dass das Problem gerade im Schädel ist ja, das ist im Prinzip so eine runde geschlossene Kugel. Das heißt, alle Formen von Schwellung oder überhaupt Anstieg von Druck lässt sich da nicht wirklich ausgleichen. Also wenn wir uns irgendwo den Arm oder das Bein stoßen, dann gibt es einen blauen Fleck und eine Schwellung und es ist okay, es schwillt nach außen und die Sache hat sich erledigt. Wenn das Gehirn anfängt zu schwellen, dann hat es null Möglichkeit, in irgendeine Richtung wirklich auszuweichen und es entsteht dadurch halt ein unheimlicher Druck aufs Gehirn, was dann eben auch unheimlich viele Probleme zur Folge hat, weil das Gehirn sich damit selber abquetscht, wenn man so will. Ja. Also Schaden durch den Druck selber und auch Schaden dadurch, dass eben durch diesen Druck auch die Blutversorgung nicht mehr gut funktioniert. Ja. Und was die dann mitbringen, führend ist eben Menschen nach so einem Schädel-Hirn-Trauma eine Form auch wieder von Bewusstseinsstörung, relativ allgemein erstmal, meistens so mit einer beliebigen Intensität der Trübung. Ja, je schlimmer das Schädel-Hirn-Trauma ist, umso mehr nimmt diese Trübung, Bewusstseinstrübung zu. Und wir brauchen aber natürlich irgendwie ein Trauma. Das muss anamnestisch irgendwie zu finden sein, soweit wir noch eine Anamnese durchführen können. Oder wenn wir den Kopf untersuchen, stellen wir manchmal eben auch kleinere Verletzungen fest, so Platzwunden am Kopf oder ähnliches. Das dann aber dieses Schädel-Hirn-Trauma quasi erklärt. Was die am Anfang gerade haben und was also auch ein deutlicher Hinweis dafür ist, da war ein schweres Trauma für das Gehirn, sind so Übelkeit und wirklich schwallartiges, extremes Erbrechen.
Ja? Auch wenn schon nichts mehr kommt. Also Magen ist inzwischen leer, 12-Fingerdarm ist auch schon leer, da kommt nichts mehr zurückgeflossen. Das ist nur noch so ein bisschen Magensäure, die da hochkommt, Galle vielleicht. Aber die erbrechen und erbrechen und erbrechen und alles, was sie zuführen, kommt sofort wieder zurück. Nach so einem Schädelhirntrauma, also nach einem Trauma, einer traumatischen Einwirkung auf den Kopf, das ist ein Anzeichen dafür, da hat das Gehirn ordentlich was mitbekommen. Ja? Was können die noch haben? Wir haben schon gesagt, Bewusstseinstrübungen, die können auch tief bewusstlos sein. Ja? Man hat das früher ja sogar eingeteilt, diese Einteilung in Schädel, ja, in Hirn. In Grade, genau. Dann gab es die Gehirnquetschung und die Gehirnerschütterung und sowas alles. In Länge der Bewusstlosigkeit wurde das definiert und so. Das ist nicht mehr richtig aktuell und es ist für uns auch nicht wirklich relevant in dem Moment, ja? Sondern wir schauen uns an, wie entwickelt sich der Mensch, wird es wieder besser oder wird es schlechter oder bleibt es schlecht? Ja? Dann sagen wir eben, je schlechter es wird und je schlechter es bleibt, desto schlimmer ist das Trauma. Das ist so für uns so grob richtig. Hm? Vielleicht noch so eine Kleinigkeit zur Bewusstseinseintrübung oder zur Bewusstlosigkeit. Da gibt es ja so ein bisschen diese auf der Zeitachse diese zwei verschiedenen Sachen. Zum einen Leute, die halt irgendeine Form von Schlag auf den Kopf kriegen, dann bewusstlos werden und wieder zu sich kommen. Das ist halt die eine Form, dass man sagt, durch dieses Trauma selber, in dem Moment kommt es zu einer Bewusstlosigkeit, was ja schon mal ein Zeichen dafür ist, dass es ein entsprechend dolles Trauma war. Hat gerumst. Ja, wo ich auch sage, na gut, wer so doll eine von Latz kriegt, dass er bewusstlos wird, der hat definitiv später dann, wenn wir bei den Maßnahmen sind, den Rettungsdienst verdient und sollte das im Krankenhaus abgeklärt bekommen. Und zum anderen gibt es halt die sich den Kopf anstoßen und erst dann im zeitlichen Verlauf anfangen einzutrüben. Und das ist dann so ein bisschen auch das Zeichen für eben diesen Blutungsmechanismus, dass man eben irgendwo eine Blutung hat, die da entstanden ist, die halt zunimmt und zunimmt und dann sind wir wieder bei diesem abgeschlossenen System, wo halt der Druck nicht entweichen kann und eben mit zunehmender Blutung die Symptome stärker werden und dann eben bis hin zur Bewusstlosigkeit führen. Also gerade wenn Patienten, die vielleicht am Anfang den Eindruck erweckt haben, dass eigentlich alles in Ordnung ist, dann im zeitlichen Verlauf immer zunehmend eintrüben, sollten alle Alarmglocken angehen. Ja. Aber was können wir hier tun? Auch da, es ist ein wiederkehrendes Thema. Lagerung ist einfach eine großartige Sache, weil sie ist relativ leicht zu machen, ja, und bringt aber ganz oft viel. Hier eine Oberkörperhochlage. Man sagt so, circa, ich glaube, 20 Grad ungefähr, 20 bis 30 Grad Oberkörperhochlage. Sinn ist, dass das Blut, was in den Kopf hochgepumpt wird, das klappt ja, wir haben ja kein Kreislaufproblem im ersten Schritt, schön wieder abfließen kann und sich eben nicht im Kopf staut. Ihr kennt das alle im Extrem, wenn ihr einen Kopfstand oder einen Handstand macht oder einfach nur den Kopf besonders tief hängen lasst, das fühlt sich richtig drückend an. Mhm. Und so ist das quasi jetzt hier schon in Flachlagerung und das wollen wir eben vermeiden. Dann bei so einem starken Trauma gehen wir zur Sicherheit immer auch davon aus, dass die Halswirbelsäule erstmal was mitbekommen haben könnte. Ja. Ja, die ist relativ flexibel, dadurch leider nicht so richtig stabil. Und da müssen wir also immer dran denken. Und dann sagen wir hier, wenn wir gerade frühzeitig nach dem Trauma informiert werden, eine Halswirbelsäulenimmobilisierung auch angebracht. Ich glaube, so im Detail brauchen wir da jetzt erstmal nicht drauf eingehen. Das ist ein großes Thema, das machen wir nochmal wann anders. Hm. Genau, das kommt zur Traumaversorgung. Genau, das kommt in die Traumaversorgung, absolut. Ja. Dann schwallartiges Erbrechen und zunehmende Bewusstlosigkeit führt uns dazu, dass wir sagen, das wird oder es kann auf jeden Fall ein A-Problem werden. Das heißt, wenn wir das merken, wenn wir diese Symptome haben, dann ist eine Absaugbereitschaft hier absolut notwendig. Rechtzeitig das Ding vorbereiten, damit wir sozusagen nicht überrascht sind, wenn der Mensch dann also plötzlich erbricht, aber gleichzeitig nicht mehr so richtig in der Lage ist, das, was da hochkommt, auch wirklich aus dem Mund-Rachen-Raum zu befreien. Da sollte man tatsächlich auch drauf eingestellt sein. Also ich habe das schon auch ein paar Mal erlebt, dass die Leute dann erst sagen, dass es ihnen ganz gut geht und dann ist der Zeitpunkt zwischen ich fühle mich komisch und es kommt tatsächlich zum schwallartigen Erbrechen, da reden wir eher von Sekunden und nicht von Minuten. Also das kann unheimlich schnell dann in eine andere Richtung gehen, weshalb man da wirklich vorbereitet sein sollte. Genau, ne? Dann muss ich es nicht in dem Stressmoment plötzlich umsetzen. Dann Rettungsdienst ist hier ganz richtig. Also es muss einmal ins Krankenhaus vorgestellt werden, ja, so der Mensch sich davon überzeugen lässt. Ja. Üblicherweise, nur so als Ausblick, werden die auch mindestens einmal 24 Stunden zur Überwachung da behalten. Ja. Das, selbst wenn da nicht viel ist, weil das eben, du hast es schon schön erklärt, weil das ja eben im Verlauf sich noch entwickeln kann. Man sagt so, wenn nach 24 Stunden nichts Besonderes passiert ist, dann wird auch danach vermutlich nichts mehr passieren.
Aber in diese ersten 24 Stunden sollte man eigentlich schon nochmal überwachen. Meistens wird also empfohlen, die über Nacht einmal da zu behalten. Also ich meine, wir schon gar nicht, wir können nicht reingucken. Im Krankenhaus gibt es da natürlich Möglichkeiten, auch reinzugucken. Aber auch da ist man halt nicht in 24 Stunden Durchleuchtung, wo halt dauerhaft ins Gehirn geguckt wird. Blutungen sieht man recht gut. Was man halt nicht sehen kann, ist, wenn es vielleicht doch zu einer Schwellung kommt, die halt langsam fortschreitet. Oder Blutungen, die halt nur sehr langsam fortschreiten. Erstmal, von daher ist es da wirklich sicherer, sich beobachten zu lassen. Auch der Top-Tipp an alle von euch, wenn ihr mal auf der Patientenseite dieser Situation seid und man euch nahelegt, für 24 Stunden im Krankenhaus zu bleiben, nicht sagen, ach, es geht mir gut, wird schon, sondern nehmt das Angebot an, es hat Gründe. Genau. Sonst, klar, wenn wir da irgendwelche Wunden feststellen am Kopf, wir schauen ja explizit auch nochmal, vielleicht gibt es da so einen Liquor-Austritt, den wir irgendwie feststellen können, Blutung aus dem Ohr oder so. Ja? Dann versorgen wir diese Wunden auch entsprechend, einfach um dann ein Infektionsrisiko zu senken und natürlich auch den Blutverlust zu mindern. Primär aber eben auch wirklich als Infektionsschutz. Und damit geht es dann ab ins Krankenhaus und da wird der Mensch dann weiter versorgt, dann geht es ihm gut. Exakt. Wollen wir unsere Top 3 abschließen der neurologischen Erkrankungen? Ja, gerne. Sehr schön, sehr schön. Dann kommen wir weiter zu einem auch phänomenalen und ich finde sehr spektakulären Notfall, dem Krampfanfall. Ja. Leitsymptom, der Name sagt es schon, Krampfanfall, wir meinen in dem Fall nicht den Muskelkrampf. Nee. Den gibt's auch, das ist allerdings nicht so der spektakuläre Teil. Ist sondern jetzt auch ehrlich gesagt nicht so gefährlich. Nee, ist eher ungefährlich, tut schweinemäßig weh, unangenehm, ja, aber ist nicht der Punkt. Sondern wir meinen wirklich so einen generalisierten Krampfanfall, nennt man das meistens. Ja. Da ist der Mensch bewusstlos, also nicht mehr ansprechbar und zuckt unkontrolliert. Ja? Genau. Also, krampfartige Muskelbewegung. Genau, und das kann halt, also diese Muskelbewegungen können auch in verschiedene Richtungen gehen. Also das passiert auch manchmal in Phasen, dann spricht man von diesem tonisch-klonischen Krampfgeschehen. Ja. Also besteht dann mitunter auch aus so einer Kombination aus, alle Muskeln gleichzeitig strecken, Strecksynergismen nennt man das, die meistens vorangehen und sich dann in eben diese klonische, zuckende Phase übergehen. Auch hier, es ist so ein bisschen Neurologie, ist immer dieses alles kann, nichts muss. Klassisch ist natürlich dieser generalisierte Krampfanfall überall, aber er kann halt auch isoliert auftreten. Es kann einzeln vorkommen, es kann nur streckend sein, es kann nur krampfend, also klonisch sein. So, jetzt habe ich es. Also auch hier gibt es viele verschiedene Ausprägungen, wie sich das auswirken kann. Aber die häufigste ist natürlich die ganz klassische, so wie man es auch aus, ich sag mal, Film, Funk und Fernsehen kennt. Ja, der klassische Krampfanfall. Genau. Wenn wir ankommen, kann es natürlich auch schon sein, dieser Krampfanfall in den meisten Fällen, muss man sagen, dauert nicht besonders lange. Nee, ne? Bis also, wir da sind, ist der vorbei. In der Regel ist der, und das ist dann auch ganz gut so, alles andere ist ein schlechtes Zeichen, muss man auch ehrlicherweise sagen. Aber in der Regel ist der vorbei, bis wir eintreffen. Das dauert so einen Moment, ne? Information, Alarmierung, Anfahrt bzw. Anlauf, ja. Im Falle eines Sanitätswachdienstes. Nichtsdestotrotz sind die Leute danach noch nicht wieder topfit. Ja, und was wir dann eben an Symptomen sehen, ist das, was wir hier unter anderen Symptomen beschrieben haben. Man nennt das so eine postiktaler Zustand. Ja. Postiktal ist einfach nach dem Krampf. Und das ist gekennzeichnet davon, die Leute sind sehr müde, die schlafen oft auch erstmal einfach noch. Wenn man sie wach sind, sind die erschöpft, wirken auch erschöpft, ja, sehr verlangsamt noch im Denken. Schwitzen nicht selten, ja? Können sich an den Krampf in der Regel nicht erinnern. Ja? Also da ist eine relativ große Gedächtnislücke, die erstreckt sich über diese gesamte Zeit des eigentlichen Krampfens, also wo man die Muskelzuckung sieht, meistens noch ein bisschen Zeit davor, ja? Also so eine frische Amnesie, und wirken oft so auch so ein bisschen verwirrt, wenn man dann mit ihnen spricht. Letzten Endes kann man sich das so vorstellen, Krampfanfall ist körperliche Höchstleistung. Also wir haben zum einen eben diese elektrische Störung im Nervensystem, dass halt alle Nerven wie so ein elektrisches Gewitter wild durcheinander feuern und im Prinzip diese koordinierte Funktion unseres Nervensystems, die uns ja sonst kennzeichnet, nicht mehr existiert. Das heißt, die Nerven feuern alle wild durcheinander, verbrauchen natürlich auf der zellulären Ebene ihre ganzen Energiereserven,
der Körper selber reagiert an den Stellen, wo die Signale ankommen, also an den Muskeln eben mit diesem ganzen Zucken. Auch da alle Energiereserven erstmal verbraucht. Das ist körperlich anstrengend, das ist wie Hochleistungssport, plus halt Erschöpfung auch im Gehirn, in den Hirnzellen, also quasi Denk- und Körpersport vom Ergebnis her gleichzeitig, dass man da hinterher bewusstlos bis schwach bis völlig fertig und erschöpft ist, ist eigentlich nur logisch. Ja. Von daher, ja, und klassisch eben auch, ne, bis wir ankommen, ist es meistens vorbei. Also wenn mit Ersthelfern alles gut läuft, ist der klassische Krampfanfallpatient der in einer stabilen Seitenlage bewusstlos liegt, bis wir ankommen. Oder wenn wir ankommen. Genau, ja. Ja, wenn wir dann ankommen, was können wir tun? Solange der Krampf stattfindet, also wenn wir doch, entweder es ist ein sehr verlängerter Krampf oder vielleicht beobachtet ihr, das kann ja auch mal passieren, beobachtet sozusagen den Beginn dieses Krampfes, nicht selten mit einem Schrei beginnt übrigens. Ne? Ja. So ein Ausatmen, bei dem halt gleichzeitig die Stimmlippen verkrampfen und dann schreit man effektiv. Ja? Was können wir tun? Wir lassen die auskrampfen. Ja. Ne? Also wir versuchen hier bloß bitte nicht, den festzuhalten, diesen Menschen, oder irgendwie zu fixieren. Da tut der Mensch sich selber nur weh. Der kann seine Bewegung ja in dem Moment nicht unterdrücken. Und er kann auch euch ja wehtun. Ja? Also wenn es jetzt tatsächlich zu den massiven, zuckenden Bewegungen kommt und ihr kriegt da einen gewischt, das ist nicht lustig. Ja? Das ist mehr Kraft, als diese Menschen üblicherweise bewusst aufbringen könnten. Ja? Weil die unkontrolliert mehr Kraft, also unreguliert einfach sich bewegen. Normalerweise hat man ja auch eingebaute Grenzen in seinen Bewegungen, wo man sagt, das mache ich jetzt nicht, weil es wehtut, das mache ich jetzt nicht, weil es schädlich ist. Genau. Und in dem Fall gibt es halt keinerlei Hemmung mehr, die ja da irgendwie eine Grenze setzt an die körperliche Kraft. Genau. Von daher, da können dann durchaus auch Knochen brechen, wenn man da mit Gewalt versucht, irgendwas zu unterdrücken. Und damit meine ich sowohl die eigenen als auch die vom Patienten. Also genau, wirklich auskrampfen lassen und, wie wir es auch reingeschrieben haben, so gut es geht, halt gefährliche Dinge aus der Umgebung rausnehmen, Stühle, Tische, alles, was irgendwie wehtun könnte. Und wenn es irgendwie möglich ist, noch irgendwas Weiches in Kopfnähe. Wir haben ja über Schädel-Hirn-Trauma gerade gesprochen. Vielleicht kann man das dann ja wenigstens verhindern. Genau. Aber naja, ist halt, je nach Situation ist es schwierig, da irgendwie sinnvoll was zu machen, und man fühlt sich dann durchaus auch hilflos, wenn man nicht viel mehr machen kann als daneben stehen und mitunter sogar noch Probleme hat, irgendwelche sehr engagierten Ersthelfer davon abzuhalten, irgendwelche übereiligen Maßnahmen zu ergreifen. Genau. Ja. Profis unter euch notieren sich gerade noch, wie lange der Krampf inzwischen andauert. Ja, zumindest so zeitlich. Also ihr müsst es nicht wirklich aufschreiben, aber das ist noch ein interessanter Fakt, wenn dann der Rettungsdienst dazukommt. Und ansonsten genau das, Ersthelfer auch davon abhalten. Was zum Beispiel oft noch vorkommt, habe ich selber schon erlebt im Rahmen eines Erste Hilfe, also ich auch als Ersthelfer da, dass Leute anbieten, etwas in den Mund zu tun, so ein Beißblock. Ja? Eine Ersthelferin hat sehr freundlich gemeint, angeboten, sie hätte noch Wasser, ob der Mensch jetzt trinken wollte in dem Moment, also im laufenden Krampf. Ja? Und das bitte tun wir auf keinen Fall. Ja? Also dieser Beißblock war ursprünglich mal gedacht, damit es nicht zum Biss auf die Zunge kommt. Ja? Tut ihr euch keinen Gefallen, wenn ihr jetzt in diesen Kiefer da reingreift. Ja? Das ist ein unheimlich, unheimlich starker Muskel. Das ist tatsächlich der auf die Größe gerechnet stärkste Muskel des Körpers. Ja? Der Kiefermuskel ist der absolut stärkste Muskel, den wir haben. Ja? Der kann auch einen Finger abbeißen. Also ich würde Teufel tun, meine Hand auch nur in die Nähe zu bringen. Und es kommt selten, muss man sagen, zum Zungenbiss. Die Zunge krampft ja mit, das ist auch ein Muskel. Ja? Und wir können den mit diesem Beißblock effektiv nicht großartig verhindern, das machen wir also nicht. Und bei anderen Sachen muss man also irgendwie Flüssigkeit geben oder so. Ne? Ihr erinnert euch, das ist ein bewusstloser Mensch, der kann nicht schlucken, der hat auch keinen Schutzreflex. Ja? Das heißt, was kann passieren ist, dass der das eben aspiriert, dass wir dann plötzlich ein Bolusgeschehen haben. Und wenn wir jetzt kurz ans Bolusgeschehen zurückdenken, das war nun wirklich nicht hilfreich. Ja? Das brauchen wir also nicht. Nee. Dann Rettungsdienst ist ganz klar, den Rettungsdienst brauchen wir bei so einem Notfall, weil wir, da kommen wir gleich noch drauf, auch so ein bisschen an Differentialdiagnosen denken müssen. Wenn der Mensch sich verletzt, was eben gut sein kann im Rahmen des Krampfes, können wir nach dem Krampf dann natürlich diese Wunden versorgen, und solange der noch in diesem, ich nenne es mal präkomatösen Zustand, soporös nennt man das oft, oder eben postiktal, also der ist noch nicht wieder richtig da, solange der in diesem Zustand ist, behandeln wir den, wie wir jeden Bewusstlosen behandeln. Ne? Stabile Seitenlage herstellen, regelmäßig Atmung prüfen, Blutdruck messen, Basismaßnahmen durchführen und so weiter. Und so genau.
Stichwort Differentialdiagnosen. Wir haben, genau. Ganz bekannt ist die Epilepsie. Genau, das ist der Klassiker. Ich habe Epilepsie, also ich habe von Hause aus eine Krankheit, die dazu führt, dass ich eben Krampfanfälle habe. Die meisten Patienten, die das haben, tun das auch kund, wenn sie wieder zu sich kommen und sagen, ich bin Epileptiker, das ist ganz normal, das passiert. Die wollen dann in der Regel auch nicht ins Krankenhaus. Ändert nichts daran, dass zu dem Zeitpunkt hoffentlich der Rettungsdienst schon alarmiert wurde. Wenn der ankommt und die Patienten wollen nicht, dann ist das so, können wir nicht ändern. Aber im Großen und Ganzen trotzdem natürlich Rettungsdienst rufen. Man weiß tatsächlich, insbesondere wenn die Patienten noch krampfen, wenn man ankommt, nie, wie lange geht das jetzt und hört es rechtzeitig auf. Deshalb ganz besonders wichtig. Ansonsten, wir hatten es ja eben schon erwähnt, es gibt auch andere Dinge, die tatsächlich zu einem Krampfanfall führen können. Dazu gehört unter anderem Sauerstoffmangel im Gehirn. Also es gibt diesen hypoxischen Krampf. Wenn das Gehirn nicht genug Sauerstoff kriegt, kann es auch zu Krampfanfällen kommen. Weshalb tatsächlich auch im Rahmen anderer Erkrankungen beispielsweise ein Krampfanfall direkt in die Reanimation übergehen kann. Nicht, weil der Patient Epilepsie hat und viel zu lange gekrampft hat, sondern weil der Krampfanfall tatsächlich Symptom eines völlig anderen Problems war, wie zum Beispiel, wir hatten Lungenarterienembolie als ein Beispiel für Sauerstoffmangel schon erwähnt gehabt in einer früheren Folge. Ja. Das heißt, auch da muss man immer so ein bisschen einen Blick für haben, könnte es jetzt vielleicht irgendeine naheliegende Ursache für diesen Krampfanfall geben, die ich möglicherweise beheben kann oder die mir sagt, ich muss vielleicht noch andere Behandlungsoptionen wählen. Genau. Nur was kann dazu führen? Wir haben Hypoxie, wir haben auch Drogen. Drogen, ja. Drogen senken oft Krampfschwelle, auch bestimmte Medikamente können die Krampfschwelle herabsetzen und dazu nahe führen, dass man eben mit dann noch einem Auslöser oder so zu einem Krampfanfall kommt. Und eben wirklich direkt vor der Reanimationsphase eigentlich, also in dem Moment kommt es oft schon zum Kreislaufstillstand, führt zu so krampfartigen Veränderungen, auch mit so einem Präfinalschrei, also nochmal dieses stoßartige Ausatmen, was so ein bisschen schreiartig wirkt, gibt es deswegen wirklich, nachdem der Krampf endet, Bewusstsein, Atmung, Kreislauf prüfen, ja. Deutlich prüfen, atmet dieser Mensch denn noch und sonst in die Reanimation übergehen. Ansonsten, das ist dann wieder meine, ich bin so der Bandansagen-Mensch, ne? beim nächsten Mal machen wir das als Bandansage, ich sag dir das. Auch hier wieder natürlich neurologische Ausfallerscheinungen, neurologische Symptomatik. Auch hier schadet es nicht, den Blutzucker zu messen. Einerseits grundsätzlich, um es auch als Ursache so ein bisschen im Blick zu haben. Andererseits, wir hatten schon von gesprochen, Krampfanfall ist mega anstrengend für den Körper. Da kann es durchaus sein, wenn der Patient zusätzlich dazu eben noch Probleme mit dem Blutzucker hat, dass eben nach so einem Krampfanfall tatsächlich die Reserven völlig erschöpft sind und wir aus dem Krampfanfall als erstem Notfall gleich in die Unterzuckerung als nächsten Notfall hineinrutschen. Deshalb auch hier ein neurologisches Symptom, bitte Blutzucker auch mitmessen. Genau. Ich glaube, das ist dann auch so unsere Take-Home-Message für unsere Top 3. Ja, Blutzucker messen, Schritt Nummer 1. Rettungsrufen, Schritt Nummer 2. Und gerade bei Bewusstseinsstörungen, aber insbesondere eben auch beim Krampfanfall, nicht nur an das Offensichtliche, in dem Fall jetzt zum Beispiel die Epilepsie denken, immer noch ein bisschen überlegen. Vielleicht gibt es ja noch eine andere Erklärung, warum der Patient so wie er ist. Schädel-Hirntrauma hatten wir gerade, kann ja übrigens auch. Ja, das ist eine ganz, ganz blöde Kombination. Patient ist ungünstig gestürzt, bewusstlos geworden, beziehungsweise hingefallen, gekrampft, bewusstlos geworden und geblieben. Das ist so. Das ist unglücklich. Ja, Zeichen für sehr krank. Einfach ein bisschen drüber nachdenken. Gibt es Erklärungen, die mir irgendwie weiterhelfen, was ich mit diesem Mensch machen kann? Ja. Eine letzte Sache haben wir noch, die mitgebracht, ja? Die wir vielleicht ansprechen wollen. Stimmt. Das Thema Migräne bzw. Kopfschmerz. Kopfschmerz ist eigentlich ein Symptom, ist ja keine Erkrankung. Migräne ist eine Erkrankung. Ja. Das Leitsymptom ist entsprechend einfach, es ist Kopfschmerz. Ja. Und tatsächlich muss man auch sagen, dass so aus der Lebenswelt unserer Tätigkeit hier im Sanitätsdienst im Roten Kreuz die häufigsten Dinge, nach denen wir gefragt werden, Blasenpflaster, der Weg zur Toilette und die Schmerztablette gegen die Kopfschmerzen. Das sind die Klassiker. Ja. Wobei, ich glaube, ich wurde bisher häufig, also ich würde die Reihenfolge verändern, ich wurde, glaube ich, am häufigsten nach der Toilette. War jetzt auch eine ungewichtete Sache. War ungewichtet. Genau. Aber wie du schon gesagt hast, das Problem bei Kopfschmerzen ist, das ist keine Erkrankung im engeren Sinne, sondern ein Symptom, was für uns auch heißt, bevor wir einfach so irgendwie Tabletten geben, um Kopfschmerzen wegzumachen oder halt auch, wenn wir mal selber betroffen sind, Tabletten nehmen, um Kopfschmerzen wegzumachen, müssen wir uns ganz klar die Frage stellen, wo kommt das eigentlich her? Kann ich in irgendeiner Form
herausfinden, ob es eine schwerwiegende Ursache für diese Kopfschmerzen gibt, die ich ursächlich behandeln muss, bevor ich einfach nur die Symptome bekämpfe. Genau. Ja, was haben wir an Symptomen für so eine klassische Migräne? Vielleicht fangen wir erstmal mit der an. Wie sieht die klassisch aus? Ja. Das eine, was diese Menschen oft mitbringen, ist, man nennt das so ein bisschen so eine Aura. Das ist jetzt nicht, dass die mit dem Heiligenschein rumlaufen, sondern die haben das Gefühl, das kommt jetzt gleich. Ne? Migräne ist in der Regel schon vorbekannt dann. Wenn man das einmal hatte, weiß man das. Und dann kann es eben sein, dass sie das schon mit Vorbereitung sozusagen spüren. Idealerweise fangen diese Menschen in dem Moment auch bereits an, Schmerzmittel zu nehmen, weil sich das nicht mehr verhindern lässt. Aber wenn man frühzeitig dann eine Schmerztherapie anfängt, bei einer bekannten Migräne, dann ist das eben von Vorteil, dann wird die meistens nicht so schlimm oder kürzer. Was sie noch mitbringen, ist eine Lichtempfindlichkeit. Die tragen also Sonnenbrillen, auch in geschlossenen Räumen gerne mal, schauen nicht direkt ins Licht, mögen es im Schatten oder in dunklen Räumen dann in dieser Zeit zu sitzen, verdunkeln zum Beispiel oft auch ihr Schlafzimmer vollständig, weil das Licht ihnen einfach immer zu grell erscheint. Ja, Licht, wo wir sagen würden, ja, ist ja okay, ja, ist gut ausgeleuchtet, ist dann furchtbar unangenehm und viel zu hell. Übelkeit und Erbrechen kann da mitkommen, also vor allem so ein permanentes Übelkeitsgefühl. Sehstörungen können mit auftreten im Rahmen so einer Migräne. Und wie gesagt, in der Regel ist das eben vorbekannt. Ne? Ja. Jetzt haben wir natürlich genau das Problem, was du gerade sagtest. Übelkeit und Erbrechen und Kopfschmerz. Ja? Das ist eine Kombination, die hatten wir schon. Ja? Sehstörung mit Kopfschmerz hatten wir auch schon mit einer Notfallerkrankung. Das heißt, was wir eben an wichtigster Stufe machen müssen, ist, wir müssen gucken, gibt es eine Erklärung, die keine Migräne ist, für diesen Kopfschmerz. Ja, und dann insbesondere genau. Eben unsere Top 2 eigentlich sogar angucken. Ist das möglicherweise ein Schlaganfall? Ist das möglicherweise ein Schädel-Hirn-Trauma? Oder wir kommen da bestimmt auch noch zu in der Folge zu thermischen Schäden. Ja, könnten die das auch erklären. Oder aus vergangenen Folgen, wir hatten Bluthochdruck als Option. Ja, klar. Oder eben aus der klassischen Situation größerer Sanitätsdienst, Menschen, die da schon länger auf dem Veranstaltungsgelände sind. Ist es vielleicht auch einfach ein Flüssigkeitsmangel oder Elektrolytverschiebung? Es gibt tatsächlich einen Haufen Gründe, weshalb der Körper Kopfschmerzen entwickeln könnte oder einen mit Kopfschmerzen auf Probleme hinweisen. Und da muss man halt gucken, dass man eben diese ganzen Differentialdiagnosen einmal durcharbeitet und ausschließt, bevor man einfach so in irgendeiner Form Medikamente rausgibt. Und zumindest hier bei uns im Kreisverband ist ja die Herausgabe von Medikamenten mit der entsprechenden Unterweisung auch für Sanitäter zulässig. Das heißt, es könnte durchaus auch euch treffen, in der Situation zu sein, Medikamente rausgeben zu dürfen. Das heißt nicht, dass man einfach so die Medikamente rausgibt, sondern das heißt natürlich in dem Falle, dass man pflichtbewusst und sorgfältig prüft, ob eben das Medikament, das man rausgeben möchte, gemäß dem, wofür es gedacht ist, jetzt auch passend ist. Genau. Denn es ist schon, über Recht sprechen wir später halt auch nochmal, nehme ich an, ist es in eurer Verantwortung und es ist eure Behandlung. Das heißt, wenn ihr jemandem Medikamente gegen Kopfschmerzen gibt, diese Person hat aber eigentlich einen Schlaganfall und unternimmt nichts gegen diesen Schlaganfall, weil wir das Symptom Kopfschmerzen unterdrückt haben, dann kann das durchaus auch zu Folgeschäden führen. Deshalb sorgfältig die Differentialdiagnosen auch von ganz banalen Dingen wie Kopfschmerzen abprüfen, bevor man das einfach nur auf, es sind halt Kopfschmerzen schiebt. Ja. Das führt leider, muss vielleicht noch so als schon mal Vorwarnung, regelmäßig, ich würde nicht sagen oft, aber doch regelmäßig zu so ein bisschen Unverständnis. Ne? Ich will ja nur eine Kopfschmerztablette, Ich könnte mir die auch einfach in einer Apotheke kaufen. Ja, das ist richtig, aber auch in der Apotheke ist eine Beratung verpflichtend, bevor man Medikamente geboten bekommt. Ja, dafür ist der Apotheker oder die Apothekerin eben Apotheker oder Apothekerin. Pharmazie ist ein sehr, sehr aufwendiges und ekliges Studium. Ja, absolut. Und eben weil wir dieses Studium im Sanitätsdienst nicht mitbringen und es ehrlich gesagt auch nicht vorhaben, die Ausbildung zum Pharmazeuten vorher noch mitzumachen, müssen wir eben einmal sorgfältig Basismaßnahmen durchführen. Das heißt, wir müssen einmal kurz Blutdruck messen, wir brauchen einen Puls, wir müssen eine ausführliche Anamnese einmal machen, das entsprechend auch protokollieren und dann können wir das entsprechend auch freigeben und nutzen. Ja? Immer wenn uns da irgendwas komisch vorkommt, also wenn der Mensch beschreibt, das war sonst nicht so,
Ja? Ich kenne das sonst. So nicht von mir. Ja. Oder mir fällt auf, da ist ein Blutdruck, der ist deutlich zu hoch für mein Empfinden. Ich bin irgendwie unsicher. Ja? Dann ist das ein Zeichen zu sagen, es tut mir leid, ich kann das jetzt nicht, weil in entsprechenden Bildern kann es eben auch mal sein, dass die Medikamente eher schädlich sind als hilfreich. Ich kann dir da jetzt leider nicht helfen. Ich empfehle dann hier den Besuch des Krankenhauses, die Vorstellung beim Rettungsdienst, auf größeren Diensten gerne hinzuziehen, von wenn wir Ärzte dabei haben, der Ärzte natürlich, ja, in erster Linie, dass die sich das nochmal angucken. Oder wenn wir Rettungsassistenten, Notfallsanitäter, Rettungssanitäter dabei haben, können natürlich auch die erstmal einen Blick drauf werfen. Vielleicht haben die einfach durch längere Erfahrung, ja, auch erfahrene Sanitäter sind da oft nützlich, eine Möglichkeit zu sagen, ja, das passt aber trotzdem. Oder, nee, du hast recht, lass uns das mal lieber im Krankenhaus vorstellen. Ja. Mensch, ich glaube, wir haben wieder ein Thema geschafft, oder? Ich würde sagen, wir sind durch. Fertig, am Ende. Dann bleibt es mir jetzt für eure geschenkte Aufmerksamkeit zu danken. Wir hoffen, es hat euch soweit gefallen. Themenvorschläge und Wünsche nehmen wir natürlich gerne entgegen. Und ansonsten sagen wir schon mal tschüss und bis nächstes Mal. Macht's gut. Tschüss.